In diesem Video zeige ich euch, wie man so eine Mütze für den Sommer häkeln kann. Die ist aus einem runden Granny gemacht, also total simpel eigentlich und für Anfänger sehr gut geeignet. Am Anfang werden Zunahmen gemacht und dann ändert sich eigentlich nichts mehr. Und ihr könnt die auch so wie ich aus dieser Polyacrylwolle machen, aber auch wenn ihr Baumwollgarn habt in ähnlicher Lauflänge, dann könnt ihr das auch für diese Anleitung nehmen. Wenn ihr andere Wolle benutzt mit einer wirklich sehr abweichenden Lauflänge, müsst ihr darauf achten, dass sich dann die Größe natürlich ändern kann. Ich benutze hier die Schachenmeier Bravo Originals und die hat auf 50 Gramm 133 Meter Lauflänge. Und wer anstatt so eine kurze Beanie eine Long Beanie machen will, der kann einfach mit dieser Anleitung einige Reihen hinzufügen und hat dann seine gewünschte Länge und hat zum Beispiel eine Long Beanie, so wie die hier fast schon ist. Also die ist einfach schon länger und das kann jeder dann machen auf die gewünschte Länge. Und zu der Größe gibt es noch zu sagen, ich werde jetzt eine Anleitung machen für ca. 57 cm Kopfumfang. Das ist so zwischen M und L so eine Größe und benutze eine 4 mm Nadel. Und wenn ihr zum Beispiel nur eine geringe Größe größer braucht, dann könnt ihr auch eine 5 mm Nadel benutzen. Dadurch wird die auch schon ein bisschen größer. Die dehnt sich auch mit dieser Polyacrylwolle gut, aber es sieht dann einfach nicht ganz so gut aus, wenn die so straff sitzt. Also die sollte auch so ein bisschen locker sitzen. Und für die Größe der Mütze, die ich mache, reicht genau ein Knäuel nach der Art, wie ich häkel. Das kann natürlich, je nachdem wie fest man häkelt, auch anders ausfallen. Wer eine Zunahme noch macht, um eine größere zu machen oder mit einer 5er Häkelnadel häkelt, braucht natürlich dann noch ein bisschen von einem zweiten Knäuel. So, und wir beginnen mit einem Anfangsknoten. Dazu wickelt ihr den Faden einmal um euren Zeigefinger und hebt den hinteren Faden nach vorne und wieder den hinteren unter euren Zeigefinger und zieht fest. Das Ganze auf die Nadel hängen und zu Beginn machen wir 4 ganz normale Luftmaschen. Gehen dann in die erste Luftmasche, die wir gemacht haben, rein. Holen den Faden dort durch und gleich nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel. Dadurch haben wir einen kleinen Ring gebildet. Wer mag, kann an dieser Stelle auch natürlich einen Fadenring machen. Dann machen wir für den Anfang 3 Luftmaschen. Und diese 3 Luftmaschen bilden unser erstes Stäbchen, also ein Ersatzstäbchen für die Höhe, die wir brauchen. Und machen jetzt gleich noch ein Stäbchen hinzu, stechen hier in diesen Ring ein, maschen 2 ab und nochmal 2 ab. Dann machen wir eine Luftmasche. Dann 2 Stäbchen wieder in diesen Ring hineinstechen. 1, 2 und wieder eine Luftmasche. Also haben wir jetzt hier unser Anfangsstäbchen aus 3 Luftmaschen, ein zusätzliches Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen und eine Luftmasche. Und von diesen Zweiergruppen brauchen wir in diesem Ring insgesamt 6 Stück. Das heißt, ihr macht immer mit einem Abstand von einer Luftmasche 2 Stäbchen. Und das müssen insgesamt mit unserem ersten Ersatzstäbchen zusammen 6 mal 2 sein. Wieder eine Luftmasche. Und wieder 2 Stäbchen. Nochmal eine Luftmasche. Und nochmal 2 Stäbchen. Wieder eine Luftmasche. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Noch einmal 2 Stäbchen und eine Luftmasche. Dann haben wir insgesamt 6 mal 2 Stäbchen. Dann geht ihr hier oben in die dritte Luftmasche rein vom Anfang und holt den Faden durch und macht eine Kettmasche.
Dadurch haben wir die erste Runde beendet. Ihr könnt an eurem Restfaden hier ein bisschen festziehen. Diesen Faden müsst ihr am Ende, wenn die Mütze fertig ist, natürlich vernähen. So, die zweite Runde, da wollen wir in diesen nächsten Zwischenraum hüpfen. Also gehen wir hier einfach in eine dieser, in das nächste Stäbchen oben rein und machen eine Kettmasche. Und dann in diesen Zwischenraum nach den zwei Stäbchen und machen eine Kettmasche. An der Stelle machen wir drei Luftmaschen als erstes Stäbchen. Dann noch ein Stäbchen in dieselbe Lücke in diesen Zwischenraum. Dann eine Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen in denselben Zwischenraum. Eins und zwei. Dadurch haben wir jetzt hier zwei Zweierpäckchen, das sind unsere ersten drei Luftmaschen, getrennt von einer Luftmasche. In ein und demselben Zwischenraum. Immer zwischen diese Zweierpäckchen machen wir jetzt 2 plus 2 rein. So, jetzt eine Luftmasche und in den nächsten Zwischenraum wieder 2 ganze Stäbchen. 1, 2, eine Luftmasche und wieder in denselben Zwischenraum zusätzlich noch 2 Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, dann in den nächsten Zwischenraum 2 Stäbchen plus eine Luftmasche plus 2 Stäbchen. Und so geht das jetzt die ganze Runde weiter. Ihr macht in jedem der Zwischenräume dasselbe, immer 2 Stäbchen getrennt von einer Luftmasche und danach nochmal eine Luftmasche. Am Ende angekommen habt ihr jetzt nochmal die letzten 2 Päckchen gemacht und eine Luftmasche. Und dann geht ihr wieder, um die Runde abzuschließen, in die dritte Luftmasche vom Anfang rein und macht wieder eine Kettmasche. Dann hüpfen wir. Dadurch, dass wir hier wieder in das nächste Stäbchen oben einstechen und eine Kettmasche machen und dann hier zwischen diese beiden in den nächsten Zwischenraum nochmal eine Kettmasche. Dadurch sind wir jetzt wieder in den nächsten Zwischenraum gehüpft. Und die dritte Runde ist ganz einfach. Wir machen einfach in jedem Zwischenraum 3 Stäbchen. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Und machen dann noch zusätzlich in denselben Zwischenraum unten drunter 2 ganze Stäbchen. 1 und 2. Dann wieder eine Luftmasche. Und in den nächsten Freiraum, da sind wir jetzt zwischen diesen Päckchen, in den großen Lücken, da macht ihr auch wieder 3 Stäbchen rein. Das erste. Das zweite und ein drittes, eine Luftmasche. Und dann zwischen diese beiden wieder 3 Stäbchen. Und eine Luftmasche. Dann kommt wieder eine große Lücke. Da auch wieder 3 Stäbchen und eine Luftmasche. So geht die ganze dritte Reihe oder Runde besser gesagt. Ihr macht einfach überall in jedem Zwischenraum 3 Stäbchen und eine Luftmasche. Bis zum Ende. Und am Ende angekommen, macht ihr wieder eine Luftmasche und sucht wieder hier oben die dritte Luftmasche, um dort einzustechen und die Runde zu beenden. Ich zähle jetzt mal durch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 12 mal 3 Stäbchen müsstet ihr in der dritten Runde haben.
So, und die vierte Runde beginnen wir wieder damit, dass wir hüpfen, obwohl wir sind direkt auch hier über diesem Zwischenraum. Aber ich finde, das sieht nicht perfekt aus nachher. Deswegen springe ich lieber über diese Maschen drüber mit Kettmaschen. Da mache ich zwei Kettmaschen und in den Zwischenraum eine dritte Kettmasche. Weil man ist dann trotzdem immer noch hier in der Ecke und nicht da. Und ich finde, das sieht schöner aus. Dann macht ihr wieder drei Luftmaschen und zusätzlich zwei Stäbchen in denselben Zwischenraum. Und in dieser Runde wechseln wir immer ab. Das heißt, wir machen einmal Zunahme, einmal nicht. Eine Luftmasche nach den zwei Stäbchen und ein Überschlag. Und in den nächsten Zwischenraum machen wir zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche und in den nächsten Zwischenraum wieder drei Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, dann danach wieder in den nächsten Zwischenraum zwei Stäbchen plus Luftmasche plus zwei Stäbchen. Die Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen. Also wieder eine Zunahme, eine Luftmasche und in den nächsten Zwischenraum wieder ganz normal drei Stäbchen ohne Zunahme. Also ihr wechselt immer ab, drei Stäbchen, Luftmasche, zwei Stäbchen, Luftmasche, zwei Stäbchen, Luftmasche und wieder in das nächste drei. So wie hier. Wir haben mit drei angefangen. Haben dann eins mit einem Zweier, wieder drei Stäbchen, dann wieder dieses Zweierpäckchen, drei, danach kommen jetzt wieder die zwei. So wechselt ihr die ganze Runde ab, bis ihr am Ende angekommen seid und macht den Rundenabschluss. So, ich bin jetzt am Ende angekommen, habe noch eine Luftmasche gemacht, steche wieder in die dritte Luftmasche und mache eine Kettmasche. Die fünfte Runde ist jetzt wieder eine ganz einfache. Ich hüpfe erstmal wieder mit zwei Kettmaschen in den nächsten Zwischenraum. Eins, zwei und die dritte mache ich in den Zwischenraum. Fange dann wieder mit drei Luftmaschen an. Dann kommen noch zwei ganze Stäbchen hinzu. Und in dieser Runde machen wir dann wieder überall nur drei ganze Stäbchen und machen eine Luftmasche danach, aber halt eben in jeden Zwischenraum. Nicht nur in die großen, auch zwischen unseren Zweierpäckchen. Immer drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Luftmasche. In den nächsten Zwischenraum drei Stäbchen. Drei. Und wieder eine Luftmasche und so weiter. In jeden Zwischenraum drei Stäbchen und eine Luftmasche. So, und am Ende wieder abschließen mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Diejenigen, die die Mütze klein machen wollen für Kinder, die können jetzt die nächste Runde einfach überspringen und erst ab der siebten Runde dann weitermachen, weil da jetzt keine zusätzlichen Zunahmen mehr nötig sind. Ihr könnt das auch, wenn ihr das so vor euch liegen habt, nochmal ein Tipp. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, das hier, was ihr habt mit den Zunahmen oben auf dem Kopf, nennt man Teller bei Mützen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, ob die Mütze vom Teller her groß genug ist für euch, müsst ihr einfach nur diesen Durchmesser hier messen von hier nach da
und das Ganze mal Pi rechnen. Also dann habt ihr den Kopfumfang, wie die Mütze dann ausfallen wird, wie groß die ist, für welchen Kopfumfang. Und wenn ihr so in Größe S haben wollt, für Kinder würde ich dann jetzt mit den Zunahmen aufhören. Und da könnt ihr dann ab Reihe 7 weitermachen. So, und für die anderen geht es nochmal weiter. Wir hüpfen in dieser Reihe wieder in den nächsten Zwischenraum mit zwei Kettmaschen. Und die dritte Kettmasche in den Zwischenraum. Machen jetzt wieder drei Luftmaschen, wie immer. Nochmal zwei Stäbchen. Und wir machen jetzt auch wieder die Luftmasche und wir machen einfach überall drei Stäbchen rein, außer an drei Stellen. Das heißt, ungefähr am Anfang, ungefähr in der Mitte und ungefähr am Ende. Das muss nicht genau sein. Es ist nur wichtig, dass so ungefähr der gleiche Abschnitt, also ihr müsst das nicht abzählen, sondern einfach nach dem Gefühl, jetzt am Anfang, in der Mitte und am Ende, nochmal diese Zweierpäckchen gemacht werden. Also wir machen überall die drei Stäbchen, nur an drei Stellen nicht. Das heißt, ich mache jetzt gleich am Anfang die erste Zunahme von dreien. Also gehe ich in die nächste Lücke rein und mache die zwei Stäbchen, eine Luftmasche und zwei Stäbchen. Dadurch nehmen wir nämlich nur noch minimal zu und es gibt eine schöne Wölbung bei der Mütze. Eine Luftmasche, dann mache ich jetzt wieder bis ungefähr zur Mitte immer nur die drei Stäbchen und eine Luftmasche. Und das dritte, die Luftmasche. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche und hier auch eins, zwei, drei, eine Luftmasche, eins, zwei, drei und eine Luftmasche, eins, zwei, drei, eine Luftmasche. Und wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ich bin so allmählich bei der Mützenmitte, also bei der Mitte der Runde besser gesagt, angekommen. Ja, so allmählich mache ich jetzt einfach die zweite Zunahme. Also in das nächste hier einstechen und zwei Stäbchen. Plus Luftmasche plus zwei Stäbchen. Dann haben wir die zweite Zunahme. Machen jetzt wieder in jedes immer nur drei. Und hier irgendwo am Ende könnt ihr noch einmal eine Zunahme machen mit diesen Zweierpäckchen. So, und jetzt sieht man hier, ich habe hier eine Zunahme. Hier eine Zunahme und hier eine. Sonst sind es immer nur die drei Stäbchen. Und damit haben wir diese Runde auch fertig und schließen die ab mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Und jetzt wäre das soweit, dass meine Mütze von den Zunahmen her schon reicht. Wer jetzt eine viel größere haben möchte, der kann noch einmal diese Runde wiederholen mit diesen drei Zunahmen, also an drei Stellen zuzunehmen. Ansonsten wird jetzt einfach acht Runden lang in jede Lücke hier drei Stäbchen gehäkelt, immer mit einer Luftmasche dazwischen. Ich hüpfe jetzt in der Runde auch wieder weiter, das mache ich immer so. Und je nachdem, ob ihr eben eine normale Beanie oder eine Long Beanie haben wollt, müsst ihr jetzt in meinem Fall die acht Runden häkeln und dann zeige ich euch, wie man den Abschlussrand macht.
Und wer eine Long Beanie haben will, dem gebe ich einfach den Tipp, probiert es aus, setzt sie mal auf von der Länge her. Das kann man ganz gut testen und macht so lang, wie ihr sie haben wollt. Und ansonsten sehen wir uns nach 8 Runden wieder. Ich häkel jetzt auch meine 3 Stäbchen jeweils in jede Lücke. Macht immer den runden Anfang wie immer mit 3 Luftmaschen und macht immer das Ende der Runde mit der Kettmasche in die dritte Luftmasche. Ansonsten geht es jetzt einfach so weiter, immer 3 Stäbchen in jeden Zwischenraum. So, nach meinen 8 Runden bin ich jetzt angekommen und habe insgesamt von oben bis unten gezählt 14 Runden. Und ich wollte euch das mal abmessen, damit ihr ungefähr euch danach richten könnt. Also von der Spitze bis runter habe ich jetzt ungefähr 18 cm. Und was wir jetzt noch brauchen, ist eine Abschlusskante, so wie hier, aus festen Maschen. Und dann nehmen wir uns die Mütze wieder vor. Und dazu wenden wir uns die Mütze einfach einmal, dass wir komplett in die andere Richtung häkeln. Also nicht umstülpen die Mütze, sondern einfach nur, anstatt jetzt hier in die Richtung zu häkeln, häkeln wir in diese Richtung. Dadurch verzieht die sich dann nicht so am Rand. Und wir beginnen gleich, indem wir einfach in diesen Zwischenraum einstechen und eine feste Masche machen. Und dann oben in jedes Stäbchen auch eine feste Masche. So geht die ganze Runde. Das dritte Stäbchen. Und wieder in den Zwischenraum. Komplett um diesen Luftmaschenbogen drumherum. Eine feste Masche, dann wieder oben in den Kopf der Stäbchen einstechen und jeweils eine feste Masche machen. Dann kommt wieder der Zwischenraum, einfach einstechen. Und so macht ihr die ganze Runde. Und dann zeige ich euch, wie die zweite Runde geht. So, am Ende angekommen, stecht ihr einfach in die erste Masche ein, von denen, die wir jetzt gemacht haben, und macht eine Kettmasche. Und dann wenden wir die Mütze wieder und häkeln jetzt wieder in die richtige Richtung. Und zwar dasselbe nochmal, nur feste Maschen, aber eben jetzt ohne diese Zwischenräume. Jetzt haben wir ja nur feste Maschen und müssen einfach in jede Masche eine feste Masche häkeln. Und dann zeige ich euch noch, wie die Mütze fertig aussieht. Um abzuschließen, wieder wie gehabt in die erste feste Masche einstechen und mit einer Kettmasche beenden. Dann könnt ihr das hier lockern und abschneiden. Dann hier durchziehen das Ende, dass das auch wirklich fest ist und nicht wieder aufgeht. Und ihr könnt dann dieses Ende auf eine Wollnadel draufziehen und vernähen. Und zwar einfach hier am Rand entlang durchfädeln. Am besten in zwei Richtungen. Oder nochmal rückwärts, damit das auch garantiert nicht mehr aufgeht. Und dann knapp abschneiden. Das müsst ihr auch hier innen mit dem kleinen Restfaden machen. Und schon ist eure leichte Sommermütze fertig. Und wenn ihr noch irgendwelche Blümchen braucht, ihr findet bei mir ganz viele Videos, was ihr noch so als Applikation drauf machen könnt, wenn ihr mögt.
Und ich hoffe, euch gefällt die Mütze und die Anleitung. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ja, ich wünsche euch viel Freude damit und bis zum nächsten Mal.